Und da sind sie auch schon. Auf Sky Temple als blaues Team unterwegs. Whiskey Coker. Und diesmal spielen ROL mit Tyrande, Nasty spielt Valla, Snitch spielt Kerrigan, On Top spielt Muradin und Komato Boss spielt Brightwing. Ihre Gegner in den roten Teamfarben unterwegs, Team Alternate mit Krolu auf Uther, Alan auf Thrall, Mopsio spielt Stitches, Adrin spielt Mr. Anubarak und hier unten haben wir noch Gluehammer auf Tychus. Also wie ihr seht, einige Änderungen hier im Lineup von Team Alternate. Da ist Guccio weg unter anderem und dafür ersetzt durch Adrin und eben auch Elan. Und die haben auch schon einen leichten Unterschied in den Setup. Bisher nämlich Team Whiskey Coker komplett zusammen unterwegs. Jetzt teilen sie sich langsam so ein bisschen auf. Brightwing will nach unten gehen, weil er die Mitte nehmen. Und jetzt kommt sie eben zum ersten Clash. Roll, die schon direkt rausgenommen. Starker Move von Alternate. Und Krolu auch zurückgezogen. Super Combination hier von Top und Snitch. Ja, ich meine, gut, die können jetzt hier noch gegen den Uther kämpfen, aber so viel bringen wird das jetzt auch nicht. Also direkt schon ein Kill auf beiden Seiten. Sollte also dementsprechend recht ausgeglichen sein, denn die restlichen Teammitglieder sind hier auf alle Lanes verteilt. Nasty kann hier ganz gut gegen Adrin vorgehen. Und hier unten wird Brightwing, doch ganz hart angegangen von Gluehammer. Der musste auch schon ein bisschen was einstecken. Da wurde schon den ein oder anderen Fehler gemacht und eventuell in den Coup reingelaufen. Das war auch ganz schön knapp hier. Aber auf beiden Seiten, die nehmen sich einfach nichts. Top Lane inzwischen doch in ganz guter Kontrolle hier für Team Alternate. Mopsio wartet halt hier drüben immer. Roll, ja gut. Die weiß natürlich auch, was hier abgeht. Muss immer wieder mit der Angst rechnen, dass Stitch jetzt doch reinkommt. Aber Fontop und Snitch kommen jetzt hier mit dazu. Mopsio verrät sich und Krolu extrem niedrig. Aber auch Snitch fällt hier ganz schön weit runter. Kann hier Krolu noch entkommen? Es wird sehr, sehr knapp. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Ne, da kommt Snitch nochmal reingesprungen. Wird aber auch fallen. Und Fontop jetzt hier alleine gegen zwei. Roll kann da von unten vielleicht noch ein bisschen helfen. Ja, das sollte reichen. Auch Uther konnte hier nicht allzu viel ausrechnen. Und da expired er auch schon. Obere Controller also an Team Alternate. Und unten sollte sich hier, ja, Whiskey Coker das Ganze sichern. Nasty kommt noch mit dazu. Eigentlich brauchen sie ja noch zwei Leute, wenn der große Defender kommt. Und genauso ist es hier auch. Auch Stitches könnt ihr eventuell Unterstützung gebrauchen. Nimmt schon ein bisschen mehr Schaden, jetzt gerade wo die anderen beiden noch mit reinkommen. Ja, da kommt Krolu, holt sich hier kurz die Aggression ab. Und Mopsy, leider verfehlt hier. Mopsy ist eigentlich ein sehr, sehr starker Stitches-Spieler. Da wundert es mich doch ein bisschen, dass hier der Hook so verpasst war. Aber naja, so ein bisschen Glück gehört halt auch immer dazu. So, schauen wir uns mal die Talente an. Stitch ist da vielleicht besonders interessant, denn er fängt schon ein bisschen anders an. Holt sich hier Shoe Your Food, damit er sich ein bisschen besser heilen kann. Sie spielen halt nur mit einem Support, also da der Ausgleich dadurch... Nasty so extrem niedrig, kriegt hier alle den Last Shot. Ja, kriegt er. Wunderbar gemacht, Valla fällt. Und damit sollten sie hier die Kontrolle auf den Tempel noch haben. Ja, da waren schon die letzten Schüsse drin. Wieder ein verfehlter Hook von Stitches. Aber soll auch nicht weiter schlimm sein. Zurück in die Lanes geht's hier für alle. Ja, und Amplified Healing. Also sie gehen halt wirklich auf die Unterstützung. Und darauf, dass sie halt nur einen Support haben, müssen sie halt so viel aus dem einen Support rausholen, wie dem so geht. Bei Thrall sehen wir Windfury und Envenom. Und Anubarak, Extended Spikes und Underking. Also, ja, ein bisschen mehr CC halt einfach rausholen, was denn so möglich ist. Und Tyrande geht hier auf den Sentinel-Build. Bei Valla natürlich Multishot. Und jetzt kommen die Level 7-Skills rein. Und was haben wir da? Mule für Tyrande. Impaling Swarm kommt rein für Kerrigan. Battle Momentum für Valla. Und da unten Gust of Healing für Brightwing. Und beide Teams holen sich jetzt hier die Brawler. Geht ein bisschen schneller auf Seiten von Whiskey Coker. Und Roll heilt hier auch schon den Tempel, nachdem sie hier schon einige Shots reingekriegt haben. Macht es natürlich Sinn, jetzt hier auch den Mule optimal auszunutzen. Vielleicht schaffen sie es sogar noch, die Bruiser zu schnappen. Einer wurde da wieder geleasht. Ein super Hook hier auf Fontop und der ist komplett gefangen. Schöner Bodyblock von Krolu. Wunder gemacht für Alternate. Und jetzt haben sie schon einen 2-Kill-Vorsprung, können sich die Bruiser hier sichern. Da war Whiskey ein bisschen zu unvorsichtig beim Reingehen. Aquada Boss geht hier kurz aus der Lane raus, will ein bisschen aushelfen. Wobei, was machen sie denn hier? Richtig, bin ich mir da nicht sicher. Siege Camp bleiben? Ja, doch, das wird was. Schöner Move, ein bisschen riskant. Stitches kommt rein, aber da wird vorher schon der Teleport kommen. Ja, Mopsy ein bisschen zu spät reagiert.
wäre hier ohnehin vielleicht nicht ganz so gut gewesen gegen die Seed Giants. Ja, und als nächstes kommt der untere Tempel. Da ist Whiskey Coker schon in Position. Roll hat sich dann wunderbar hingestellt. Sind auch ein bisschen vorne, aber nicht allzu viel. Ich denke mal, bis es hier zum Kampf kommt, kann Alternate noch aufholen. Ja, das werden sie auch hinkriegen. Aber schon die ersten Shots. Mopsio hat sich hier an die rechte Seite gewagt, um da vielleicht Commander Boss rauszuziehen. Ich glaube, das halten sie bis jetzt ganz gut. Immer mal wieder ein Zettel nach oben. Die sind auch oben noch mit den Seed Giants beschäftigt. Jetzt probieren sie hier dann noch mal reinzukommen. Oh, Commander Boss schön rausgezogen. Und auch mit einem doppelten Support wird es da schwierig, ihn am Leben zu halten. Und da muss er auch rausgehen. Adrian auch zurückgedrückt hier. Aber sie haben jetzt da gerade noch die Überhand. Adrian sehr, sehr niedrig, wird auch in die Enge getrieben und da kriegen sie den Final Shot, aber Nasty wird auch rausgenommen. Mopsio sehr, sehr niedrig, auch der fällt. Also 3 für 2 soweit und da wird das 3 zu 3 draus gemacht. Aber Thrall muss auch noch dran glauben, jetzt können es hier doch noch soweit kommen, dass Whiskey die letzten Shots kriegt. Ja, sie sollten eigentlich reinkommen und auch noch den Kill of Tychus, wunderbar gemacht. Also wirklich das Optimum rausgeholt. 5 für 3. Und das gibt ihnen jetzt auch ein schnelleres Level 10. Was haben wir da? Starfall natürlich, Maelstrom, Rain of Vengeance, Avatar und Blinkheel. Und bei Stitches gibt es Scorch, Divine Storm, Locust Swarm für Anubarak und Sundering für Thrall. Natürlich Commander Odin für Tychus. Ja, und wie gesagt, das Spiel wurde gestern ausgespielt. Am Morgen gibt es ja dann den neuen Patch und da wird sich so einiges ändern. Falls ihr euch die Patch Notes schon angeguckt habt, da kommen sehr, sehr viele Changes. Also gerade auch für Tychus, für Zeratul kommt da einiges rein. Da bin ich echt gespannt. Und natürlich auch nicht zu vergessen, die neuen Helden, die Lost Vikings. Aber wie gesagt, das kommt dann erst am Mittwoch zum Tragen. Und ja, das wird sich auch ein bisschen Zeit brauchen, ehe das dann den Weg ins Meta findet. Bin mal gespannt, ob dann auch die Lost Vikings sofort verfügbar sind. Ich glaube aber, heute Abend im ESL Major für Nordamerika wird es schon der Fall sein, soweit ich weiß. Oh, ein schöner Hook hier auf Fontop. Sie heilen halt währenddessen hier immer noch gut hoch. Mule wird dann in Zukunft auch die Munition sehr, sehr viel schneller wieder regenerieren. Einfach nicht mehr ganz so stark heilen. Aber so richtig kommt hier auch Alter nicht ran. Mal bei dem Teamfight auch schon ordentlich eingebüßt. Aber ich glaube auch Whiskey kann das hier nicht allzu lange halten. Da fehlt halt noch Brightwing mit dazu. Und irgendwie wollen sie einfach nur ein bisschen Zeit kaufen. Die nächsten Tempel sind dann auch bald wieder da. Schön wieder den Mule gesetzt. Also wirklich immer wieder ausgenutzt, sobald da der Countdown da ist. Direkt wieder gesetzt. Also immer alle 60 Sekunden hier den Mule. Und ich denke mal, das wird noch viel bringen. Sobald dann auch das mit der Munition funktioniert. Oh, jetzt werden hier alle Heroics eingesetzt. Und ein schönes Sunring bringt hier alles auf die linke Seite von Whiskey. Aber Mopsio, der wird fallen. Krolu auch sehr, sehr niedrig. Und Snitch kriegt den letzten Schuss. Kriegt er ihn? Nein! Wollte sich da unbedingt Valor holen. Und Krolu kommt wieder rein. Aber Kumato Boss kommt da hier davon. Ich glaube nicht. Nein, Brightwing wird auch fallen, nachdem Valor schon draufgegangen ist. Adrian sehr, sehr niedrig. Und jetzt ist Gloohammer hier der Einzige, der noch am Leben ist. Geht aber in die Odin-Form. Hat dadurch seinen zweiten Health-Pool. Auch das wird es nicht mehr geben. Ab dem Patch vom Mittwoch. Und Gloohammer, ja, jetzt muss er trotzdem mal glauben. Also wieder der Teamkill. Trotz allem diesmal 3 Helden verloren. Und gerade Valor wird hier gerade schmerzlich vermisst. Auch Brightwing könnte dann demnächst wieder reinkommen. Aber sie kriegen hier trotz allem die Kontrolle über den oberen Tempel. Da ist Snitch am Start. Und Muradin sollte eigentlich auch nicht die größeren Probleme haben, nach unten zu gehen. Team Alternate bewegt sich auch schon Richtung unten. Das heißt, sobald Brightwing dann da ist, eventuell auch da genötigt, nach unten zu teleportieren. Ja, von Top gegen Mopsio. Jetzt kommt Nasty mit rein. Oh, Mopsio muss hier schnell raus. Hat schon noch ein guter Stun gesetzt. Jetzt kommt noch Ellen mit rein. Kann hier ein bisschen aushelfen. Schön den Hook verpasst. Nasty gut gedodged. Aber jetzt sind es 2 gegen 4. Jetzt müssen sie hier doch Reis ausnehmen. Oh, Fontop komplett rein. Und mit einem schönen Sundering auch nochmal Nasty erwischt. Aber Roll. Kommt sie noch hinter die Mauer? Ja, schafft sie noch. Snitch jetzt mit drin. Aber jetzt auch wieder 4 gegen 5. Oben noch Brightwing mit den letzten Schüssen. Jetzt ist sie auch mit dabei. Sie sind halt noch im Vorteil. Level 13 Talente, 4-mal Rewind auf Seiten von Whiskey Coker. Das ist schon echt immens. Frostshot kommt dabei Valor rein. Und bei Alternate gibt es Relentless 2-mal. Nämlich einmal bei Stitches, einmal bei Tychus. Dann natürlich den Sprint für Uther. Und Burning Rage für Avanubarak. Spell Shield für Thrall. Also alles viel auf Sustain, auf Heilung und halt im Prinzip ein bisschen CC Reduction, soweit es geht.
Außerdem muss er die jetzt auch ein bisschen aufholen noch. Das könnte sogar klappen. Ich meine, sie haben jetzt hier den einen Tower geholt. Keine Schüsse mehr auf den Tempeln. Aber das wird jetzt die Zeit zu sein, hier die Camps einzunehmen. Aufs Easy Camp gehen sie schon direkt. Hard Camp wird hier genommen auf Seiten von Orton, von Whiskey Coker. Und ja, das machen sie auch ganz ordentlich hier. Das sollte schnell genommen sein. Tychus kriegt da oben vielleicht sogar Brightwing, wenn sie nicht aufpasst. Naja, gut. Im Notfall halt einmal einen Teleport runter zu den anderen. Und Ordonet bringt sich jetzt ja auch in Position, das Hardcamp zu nehmen. Aber will Whiskey Coker das jetzt hier wirklich riskieren? Ah, Brightwing scoutet da oben. Könnte eventuell das Fort erwischen. Das braucht nicht mehr allzu viel, wird aber gut weggetrieben. Und da ist auch schon der Teleport runter. Aber den Boss, den holen sie sich doch erstmal nicht. Vielleicht jetzt. Ich meine, Brightwing hat da kurz gesehen, oben ist da was unterwegs. Die sind an dem Camp zutage. Und was kommt hier rein? Das Level 16. Natürlich, der Sentinel wird ein bisschen verbessert. Dann Blood for Blood für Kerrigan und auch für Valor. Und Stoneform für Muradin. Und Grid Arise natürlich für Brightwing. Ah, brechen sie den Boss jetzt ab. Dem Ordonet jetzt in einer sehr, sehr guten Position ist, denke ich mal, wird es schon schwieriger, hier drauf zu bleiben. Zum Glück, wenn er geleasht wird, kriegt er nicht seine Gesundheit so ganz so schnell wieder. Oh, Crowley kommt von oben rein, wartet hier nur auf seine Chance. Aber jetzt ist er doch in argen Problemen. Schöner Grasp, wunderbar gezogen. Und damit ist User schon mal raus von Top, aber weit ab vom Schuss hier gerade. Oh, ein guter Stun auf ihn gesetzt, wird aber nochmal hochgeheilt. Rain of Vengeance kommt rein, wird aber unterbrochen. Adrian kriegt zwei Schüsse ab. Und, oh, auch wieder da, super zurückgezogen. Sehr, sehr schönes CC hier auf Seiten von Whiskey Coker. Oh, Roll, guter Devour mit dem Hookshot, aber Mops hier wird zurückgezogen. Roll rausgepoppt und sie fällt, aber hat noch einen Starfall schön vorher gesetzt. Bluehammer, kann er noch einen Odin setzen? Er hat den Odin noch. Will ihn hier oben nicht unbedingt setzen. Da kommt Crit Rise auf Mops hier und den nehmen sie auch nochmal raus. Aber ich denke mal, das wird reichen, um hier Whiskey Coker zurückzutreiben. Wir haben halt Roll verloren. Können sich jetzt vielleicht doch nochmal um den Boss kümmern, aber der ist inzwischen ohnehin wieder auf voller Gesundheit. Also das lohnt sich dann nicht mehr so ganz. Dann lieber oberen Tempel sichern, vielleicht noch einen schicken, um hier die Bruiser aufzuhalten, ehe das Fort weiteren Schaden nimmt. Aber da hat Roll wirklich einen 1A-Job gemacht, immer wieder das Fort hochgeheilt. Und dadurch hat es halt jetzt noch relativ viel Gesundheit. Also da hätten sie schon deutlich mehr verlieren können. Aber bis jetzt halt nur den unteren Tempel, das untere Fort. Das haben sie echt super hingekriegt. Jetzt ist Roll gleich wieder da. Wird dann auch so schnell wie möglich hier den nächsten Mule setzen. Aber ich glaube, diesmal reicht's nicht. Oben kommt der Sentinel rein. Ja, wollen halt sehen, wie viele Helden sind da wirklich drin. Oh, und Fontop wagt sich hier weit nach vorne. Adrian wartet da unten. Sehr schön gemacht. Aber sie werden trotz allem zurückgetrieben. Ah, Level 16 Talente vielleicht nochmal kurz geschaut. Fishing Hook gibt's für Stitches. Oh, ein Thundering. Vielleicht ist Snitch jetzt dran. Ja, da kommt der Stun. Kriegt aber nicht so richtig das Fokusfeuer hin. Jetzt kommt er hier nach. Auch nochmal ein gutes CC. Wow, Anubarak und Thrall mit dem Doppelkill. Auch Uther noch geholt. Bluehammer fällt hier super schnell. Ich glaube aber nicht, dass er noch davon dashen kann. Nee, direkt den Fokus gezogen. Auch Stitches sollte hier nicht davon kommen. Jetzt kommt nämlich von allen Seiten Whiskey Coker ran. Wow, also dieses Whiskey Coker Team zusammen mit FK1 ist einfach so unglaublich stark. Und da fällt auch dann das nächste fort. Sind ja auch die Cooldowns langsam schon sehr, sehr lang. Das ist die Chance, den Boss zu holen, sich die beiden Siege Camps zu holen und eventuell das Spiel schon direkt für sich zu entscheiden, denn die Keeps werden es auch schon angegangen. Brightwing ist die einzige, die hier oben ist. Aber ich meine, jetzt so mit Level 18 ist es halt gar kein Problem, dagegen die Defender klarzukommen. Und ja, das macht natürlich dann doppelten Schaden, den Boss zu holen, die Siege Camps zu holen und nebenbei halt noch hier oben mit dem Tempel einiges an Schaden rauszudrücken. Ich glaube, das Keep werden sie nicht ganz kriegen, aber danach in der unteren Lane drücken. Das gibt ihnen halt nochmal einen sehr entscheidenden Vorteil, was die Erfahrungspunkte angeht. So, Snitch bewegt sich jetzt schon nach vorne. Ich denke mal, ihr eigenes Siege Camp holen sie vermutlich nicht. Wobei, Komodo Boss macht jetzt hier den Bribe auf die Giants und bewegen sie sich zurück. Ja, doch. Ah, wobei. Ein bisschen Unentschlossenheit, jetzt kommt sie rein. Der Boss ist auf dem Weg. Siege-Giants sind auf dem Weg. Und da muss natürlich Ordonet so schnell wie möglich reagieren. Wenn das andere Team hier mit dazu kommt, wird der Boss nochmal immens schwerer zu stoppen. Siege-Giants ignorieren sie vorerst. Der Boss ist ein bisschen gefährlicher. Den, wenn es geht, halt stoppen, bevor er zu den Toren kommt. Und das haben sie hier nicht ganz geschafft, aber zu 5 fällt es dann natürlich auch sehr, sehr schnell. Und ja, erstaunlicherweise dann Whiskey Coker doch nicht hier mit dem Todespush, sondern die holen sich hier oben ihren Bruiser und bringen sich schon mal in Position für die nächsten Tempel. Ich glaube, die werden jetzt oben und unten kommen. Ja, Komodo Boss
klärt hier die Top-Lane. Bruiser kommt gleich mit dazu. Ich denke mal, ein Bruiser-Steal ist jetzt hier auch noch machbar. Hier unten sind sie nämlich noch beschäftigt. Ein Teil des Teams nimmt hier noch die Siege-Lines aus. Da hätte vielleicht auch nur Gloohammer gereicht. Und jetzt fehlt sie oben, um gegen das Bruiser-Camp anzugehen. Aber nochmal schön die Sicht gesetzt. Ein ordentliches Clairvoyance kam hier von Uther. Und damit sehen sie, okay, Bruiser-Camp muss abgebrochen werden. Wir kümmern uns hier um die aggressiven Bruiser. Ja, was macht denn der Zauberer da? Hängt ein bisschen weiter zurück. Aber das können sie natürlich schnell clearen. Mein Zettel rausgehauen von Roll. Wollen immer wieder die Position halt von Alternate im Blick behalten. So, Level 20 ist jetzt hier demnächst verfügbar auf Seiten von Whiskey. Und wieder einmal kriegen sie die Kontrolle über beide Tempel. Muss noch ein bisschen Zeit sich kaufen. Oh, die Bruiser wurden sogar abgebrochen. Das ist ein bisschen erstaunlich, was Alternate hier spielt. Jetzt rotieren sie doch wieder hoch. Könnte vielleicht ihre eigenen Bruiser holen, denn momentan gegen die Tempel anzugehen wird etwas schwieriger. Sind halt fast zwei Level hinten. Ja, mehr oder weniger fast genau zwei Level hinten. Und gegen Level 20 haben sie eigentlich gerade keine Chance. Vielleicht unten den Brightwing schnappen, aber die teleportiert dann auch nur hoch. Ah, schade, verpasst hier. Fishing Hook, der hätte einiges bringen können. Vontop schon mal rausnehmen aus dem Spiel macht halt wirklich viel, viel aus. Wenn der Tank fällt, dann kann halt so ein Double Support Combo auch sehr, sehr schnell kaputt gehen. Und damit jetzt hier die Schüsse aufs Keep schon. Na gut, Mana Ball muss auch noch angegangen werden. Und Sentinel kommt, Right Wing teleportiert raus. Hat aber sich halt schon fast die Hälfte geholt hier von dem Tempel. Und ja, ein paar Schüsse werden sie noch rauskriegen, aber dann kommt von oben auch schon mal Whiskey Coco rein. Und die haben jetzt ihr Level 20. Zweimal Bolt of the Storm, Kerrigan und Valor. Dann natürlich die Verbesserung vom Avatar, Storm Shield auf Brightwing und die verbesserten Starfall für Tyrande. Und da kommen sie rein. Oh, Adrian mit einem schönen Deep Tunnel. Roll nimmt hier einiges an Schaden, wird auch rausgenommen. Gut gemacht von Adrian, nochmal von unten dazugekommen. Aber der fällt jetzt hier ganz, ganz niedrig und hat keinen Rewind mehr. Deshalb auch kein Entkommen mehr mit dem Deep Tunnel. Auch Uther wird rausgenommen. Alan versucht hier davon zu sprinten, aber Snitch schnappt sich mit einem schönen Grasp. Und auch Gloohammer hat kein Odin mehr. Ein Sundering ist theoretisch noch verfügbar. Ich glaube, das hat hier... Ja, das hat er hier schon eingesetzt und damit fällt hier auch das letzte bisschen. Mobsio der Einzige, der hier irgendwie es geschafft hat, davon zu kommen und sie haben nur Roll verloren. Jetzt die Cooldowns schon auf 30 Sekunden hier für Anubarak. Also es sollte reichen, um mindestens eins der Keeps zu kriegen, wenn nicht sogar beide. Ja, da fällt das erste schon, zweite schon zur Hälfte runter. Ich glaube, sie gehen hier direkt auf den Core, ignorieren einfach alles, was da so kommen könnte. Und ja, mit 17 Sekunden auf Anubarak wird es einfach nichts. Da kann Mobsio machen, was er will, ganz alleine gegen ein fast komplettes Team von Whiskey Coker. Hat er null Chance und die Schilde fallen. Der Core verliert hier rapide an Gesundheit und das sollte es doch gewesen sein. Whiskey Coker holt sich hier den Sieg und nach so einem schwachen Start in der HCL-Saison schaffen sie es jetzt immer wieder mit brillanten Aktionen. Doch sehr, sehr schönes Spiel zu zeigen und irgendwie sich so in die Herzen der Fans zu kämpfen, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan geworden. Ich hoffe mal, dass vielleicht auch AFK One so Whiskey Coker so ein bisschen verschmelzen und einfach dauerhaft jetzt in dieser Konstellation spielen, denn das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Und ja, falls ihr es nicht gesehen habt, das Spiel gegen Nexo hat mich auf jeden Fall zu einem starken Fan gemacht. Und Sky Temple scheint auch ihre Map zu sein.